Hallo. Ich habe gerade mal wieder zu viel Zeit und ich habe mir deswegen vorgenommen, ein Video über Bitcoin zu drehen. Und zwar, ja, worum geht es da bei Bitcoin? Es ist natürlich so, es ist im Prinzip nichts anderes wie ein System, mit dem Werte übertragen werden können von Person zu Person. Das ist eigentlich im Prinzip alles, was da dahinter steht. Aber es ist natürlich was ganz Besonderes. Und zwar, wir erinnern uns bestimmt noch alle an zum Beispiel MP3. Das war so eine Riesenrevolution für Musik im Allgemeinen. Oder zum Beispiel allein schon E-Mail. Das war eine riesen Neuerung im Vergleich zu Verschicken von normalen Briefen. Das war einfach im Prinzip dasselbe, aber auf einem völlig anderen Level. Und, oder keine Ahnung, Skype für normale Telefonate. Das ist im Prinzip nichts anderes, aber halt auf einem anderen Level übers Internet. Und das ist, gerade Bitcoin ist natürlich da wirklich jetzt eine einmalige Sache, weil sowas gab es vorher noch überhaupt nicht. Und ich meine, klar, der normale Bürger denkt jetzt auch, was soll das, da kann man Wert transferieren, wozu brauche ich das, das kann ich ja jetzt schon machen und überhaupt. Und, ich erkläre gleich die Details, aber also auf die wirtschaftlichen Folgen oder politischen Folgen will ich jetzt hier gar nicht kommen. Es geht jetzt wirklich nur darum, sachlich erstmal die Sachen zu erklären. Und zwar angefangen hat dieses Bitcoin-Projekt im Jahr 2009 als Open-Source-Projekt, also frei zugänglich für jeden, durch einen japanischen Kryptografen mit dem Namen Satoshi Nakamoto. Das ist natürlich nur ein Fake-Name. Und der hat im Jahr 2009 ein sogenanntes White Paper veröffentlicht, in dem er, sage ich mal, diese Idee beschreibt, wie Werttransfer ohne dritte Parteien stattfinden kann. Und wie gesagt, das ist einfach nur eine Idee gewesen am Anfang. Das wurde, sage ich mal, öffentlich ausgeschrieben oder als wissenschaftliches Paper der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und das Interessante da ist wirklich, also Versuche sowas zu machen gab es schon früher, aber jetzt ganz neu war jetzt wirklich, dass also bestehende Probleme auf wirklich extremst intelligente Art und Weise auch gelöst wurden, die vorher noch nicht da gewesen sind. Weil da muss man sich ja so vorstellen, wenn man also jetzt Werttransfer im Internet oder allgemein auf anonymer Basis ohne Drittparteien, die irgendwie was kontrollieren, also ohne Bank oder ohne Zentralbank, wenn man da irgendwie Wert transferieren will, da kommen also eine ganze Reihe von Problemen auf einen zu. Es geht zum Beispiel los, wer erzeugt Werteinheiten? Also wo kommt das Ganze her? Wie viele Werteinheiten gibt es? Und wie werden diese Transfers abgewickelt? Das sind ja alles immer Parteien mit dabei, die sich gegenseitig eigentlich auch gar nicht vertrauen. Und das Ganze muss also irgendwo so eine Art objektive Regulierung irgendwo haben, dass da auch keiner irgendwo auf, also dass das System betrügen kann in gewisser Weise. Und es geht also wirklich darum, wie werden diese Werttransfers überwacht, sodass das alles mit rechten Dingen zugeht. Und man muss sich auch sicherstellen, dass keiner einfach aus dem Nichts irgendwelche Werteinheiten plötzlich aus eigener Tasche erzeugen kann. Und das Ganze muss natürlich alles auch sicher sein. Und also wirklich so sicher, dass es auch wirklich dauerhaft sicher ist und nicht beispielsweise durch Hackerangriffe außer Gefecht gesetzt werden kann. Und ganz wichtig ist auch das Problem, gerade im Internet kann man natürlich leicht Daten in gewisser Weise kopieren. Man kann alles vervielfältigen. Und man muss natürlich direkt, also das wichtigste Problem ist wirklich, dass keiner in der Lage sein darf, eine gewisse Werteinheit zweimal auszugeben. Weil sonst ist das ganze System natürlich sinnlos. Weil wenn ich sage, okay, ich habe hier eine Datei, die soll irgendwie Wert darstellen, ich gebe das Ganze zweimal aus, kopiere mir das, dann ist damit ja nicht viel gewonnen. Und ich will jetzt gleich erklären, wie diese Probleme dabei gelöst wurden. Und es ist wirklich so genial, also ohne Übertreibung, dass man unabhängig von der politischen Meinung oder wie auch immer gesellschaftlichen Meinung, wie kritisch man dem gegenübersteht, verdient das in jedem Fall eine Anerkennung dafür, dass wirklich da die gedankliche Leistung dahinter wirklich genial ist. Und
Natürlich ist es auch relativ kompliziert, aber es muss auch kompliziert sein, damit es eben auch stabil und robust ist und auch betrugssicher, sage ich mal, bleibt. Und deswegen versuche ich das jetzt so sinnvoll wie möglich zu erklären. Also Bitcoin ist im Prinzip ein Netzwerk aus Computern, also wie die im Internet miteinander verbunden sind, über diesen Bitcoin-Client. Das ist ja nichts anderes wie Skype zum Beispiel. Im Skype sind auch die Computer über das Skype-Programm miteinander verbunden. Oder wenn man an diese Musiktauschbörsen denkt, Torrent, da ist praktisch jeder Computer mit 5 anderen verbunden, der andere auch wieder mit 5 anderen. Und auf die Weise schafft man ein Peer-to-Peer-Netzwerk, bei dem jeder über verschiedene Ecken immer miteinander verbunden ist. Und was passiert da jetzt? Also jetzt ist es so, alle Computer in diesem Netzwerk sind jetzt verbunden und man kann jetzt seinem Computer sagen, okay, jetzt generierst du Bitcoins. Okay, klingt jetzt erstmal sehr blöd. Da schalten jetzt auch die meisten Leute schon ab. Die sagen, okay, man lässt den Computer laufen und man generiert da irgendwas. Ja, ich meine, was soll das? Das ist total sinnlos. Und da macht man irgendwie was so durch Computer laufen lassen. Das kann ja nicht irgendwas Tolles sein. Das muss ja dumm sein. Und also gerade Geld verdienen durch PC laufen lassen, das ist natürlich irgendwie eine Schnapsidee. Und das sieht auch jeder ein, dass das erstmal so, wenn man das so darstellen, erstmal auch nicht viel bringt. Und aber im Prinzip ist es auch nichts anderes, wenn jemand zum Beispiel sagt, hier, ja, jetzt ich gehe jetzt mit der Schaufel in den Garten und suche mal nach Gold. Ich meine, das klingt genauso dumm. Da geht man irgendwie in den Garten mit einer Schippe und sagt dann, ja, jetzt suche ich mal gelbe Steine. Ja, und dann denkt man sich, ja, okay, kann man machen. Ich meine, davon wird auch kein Mensch reich, das ist auch völlig klar. Weil so viele gelbe Steine oder also Gold findet man natürlich auch nicht, wenn man einfach mal im Garten buddelt. Und deswegen, es ist schon irgendwo plausibel. Aber also wie funktioniert das jetzt genau? Man lässt also jetzt seinen Computer rechnen. Und das bedeutet also, jetzt werden durch diese Rechenoperation werden also jetzt Transaktionen zwischen, sage ich mal, sich nicht vertrauenden Personen, also zwischen Person zu Person direkt, also Peer-to-Peer, werden Transaktionen stattfinden. Also die ganze Zeit. Jeder überweist jedem aus irgendwelchen Gründen, keiner weiß die Gründe, Werteinheiten, also Bitcoins. Man sagt, okay, ich überweise meinem Bruder 2 Bitcoins. Und das geht in diesem Netzwerk vollstatten. Und indem der PC jetzt rechnet, sag ich mal, bestätigt der diese Transaktionen innerhalb dieses Netzwerks. Und dadurch, dass man seine Rechenleistung für diese Bestätigung dieser Transaktion zur Verfügung stellt, erhält man eine Belohnung in Form von Bitcoins dafür, dass man seine Rechenleistung diesem Netzwerk zur Verfügung stellt. Und klingt natürlich immer noch blöd, man lässt den Rechner laufen, irgendwelche Leute transferieren da Sachen rum, was soll das Ganze? Und deswegen, das Interessante ist jetzt wirklich im Detail. Also wir haben jetzt wieder dieses Computernetzwerk und jetzt muss ich da einen Rückgriff machen. Also es war so, dass im Jahre 1997 gab es ein Konzept von Adam Back, und also der hat ein Konzept entwickelt, wie man, sage ich mal, Spam oder das Versenden von Spam erschweren kann. Und dadurch hat er ein sogenanntes Proof-of-Work-Konzept erarbeitet, bei dem es also darum geht, den Spam zu verhindern. Weil die Frage ist, warum gibt es Spam? Also Spam heißt ja nichts anderes wie, für jemanden ist es sehr billig, irgendeine E-Mail zu verschicken. Das heißt, er verschickt irgendeine E-Mail, das kostet ihn fast nichts. Aber der Empfänger umgekehrt, der hat sehr schwierig, den ganzen Spam da zu durchwühlen und der muss da hingehen und das alles löschen und... Also wir haben, sage ich mal, eine unfaire Situation. Der Spammer kann sehr leicht E-Mails verschicken, der Empfänger hat sehr viel Aufwand, den Spam loszuwerden. Und deswegen hat dieser Adam Smith da vorgeschlagen, okay, machen wir dieses Proof-of-Work-Konzept. Und es läuft dann so, wieso könnte man jetzt nicht einfach hingehen und sagen, okay, wir machen es, sage ich mal, teuer, E-Mails zu verschicken,
sodass der Spammer wenig Interesse hat, sag ich mal, massenweise E-Mails rauszuhauen. Und das muss man natürlich über einen Computer irgendwie so machen, dass der halt rechnen muss. Also ein Computer muss rechnen, weil ein Rechnen ist Aufwand in der IT einfach. Und kostet Strom, kostet Ressourcen, wie auch immer. Und deswegen also die Idee, bevor jemand eine E-Mail verschicken kann, muss er also erst ein mathematisches Problem lösen. Und erst wenn, sag ich mal, das mathematische Problem gelöst ist, wird die E-Mail vom E-Mail-Server freigegeben und er kann die verschicken. Und dabei gibt es also sogenannte Hashing-Algorithmen. Und dazu muss ich erst erklären, was eine Hash-Funktion ist. Also eine Hash-Funktion, das ist jetzt auch, sage ich mal, schon sehr tief in die IT eingestiegen. Ich will jetzt auch nicht ins technische Detail dabei gehen, aber eine Hash-Funktion ist eigentlich nichts anderes als eine Funktion, also eine eindeutige Zuweisung von Werten, bei der also vorne ein Wert mit einer beliebigen Länge reingeht, dann wird irgendwas gerechnet und am Ende kommt immer ein Wert mit einer diskreten Länge raus. Also jetzt zum Beispiel bei diesem SHA-256 Hashing-Algorithmus, da kann man ein beliebiges Wort von beliebiger Länge vorne einstecken, zum Beispiel Test, ein Wort mit vier Buchstaben oder auch einen ganzen Satz, hallo, ich mache hier einen Test. Also einen längeren Input und am Ende wird das irgendwas durchgewurstelt und am Ende kommt ein Ergebnis raus. Und immer mit derselben Länge, also immer mit der Länge zum Beispiel 256 Bit. Und unabhängig von der Inputlänge. Und dabei werden noch verschiedene andere Kriterien erfordert für eine gute Hash-Funktion. Darf zum Beispiel keine Kollision geben. Das soll heißen, es macht keinen Sinn, wenn eine Hash-Funktion, wenn man Test 1 und Test 2 als Input nimmt, dass dann dasselbe Ergebnis rauskommt. Also jedes Ergebnis muss immer anders sein, wenn man den Input verändert. Und es muss auch so sein, dass also diese Umkehrfunktion sehr schwierig ist. Das heißt, man darf jetzt auch nicht schaffen, aus dem Ergebnis wieder aus dem Ausgangswert zurückzurechnen. Sondern das muss also fast unmöglich sein. Und es ist auch so, wenn man also den Inputwert leicht verändert, also zum Beispiel von Test 1 nach Test 2 geht, dass dann der Algorithmus, sage ich mal, so arbeitet, dass da was völlig anderes rauskommt und man also nicht die beiden Ergebnisse durch Variation des Inputs wert am Ende vergleichen kann. Und genau, also das ist im Prinzip so, wie wenn man zum Beispiel eine Primzahlenmultiplikation hat. Es ist zum Beispiel so, wenn man zum Beispiel zwei Primzahlen multipliziert, das kann jeder, sage ich mal, Drittklässler, zum Beispiel 7 mal 11, weiß jeder Drittklässler, das ist 77. Das ist also sehr leicht, diesen Hash 77 auszurechnen, wenn man das als Hash-Funktion bezeichnen würde. Also 7 mal 11 sind 77. Das Ergebnis ist sehr leicht zu rechnen. Aber jetzt die Umkehrfunktion zu rechnen heißt, aus welchen zwei Faktoren muss man jetzt multiplizieren, um am Ende 77 zu haben. Also es ist nicht, sage ich mal, leicht erkennbar, dass 77 aus 7 mal 11 zusammengesetzt ist. Ich meine, bei 77 ist es noch relativ leicht. Wenn man jetzt aber irgendwelche Primzahlen hat, die, sage ich mal, mehrere hundert Stellen lang sind, dann ist das schon ein Riesenaufwand und es ist also faktisch unmöglich, aus dem Ergebnis den Ausgangswert auszurechnen. Und das ist also auch eine Anforderung dieser Hash-Funktion. Aber jetzt zurück zu unserem E-Mail-Spam-Problem. Also man könnte jetzt also sagen, um dieses E-Mail-Senden aufwendig zu machen, muss man also kann man jetzt zum Beispiel sagen, dass nur noch diese E-Mails verschickt werden dürfen, also vom E-Mail-Server angenommen werden, bei denen der Ergebniswert, nachdem man diese Hash-Funktion anwendet, also man tut diesen E-Mail-Header in die Hash-Funktion schicken, mit einem, wie heißt das, Fudging-Faktor, der also so eine Art durchlaufende Nummer, der immer durchprobiert werden kann. Man tut also diesen E-Mail-Header plus diesen Fudging-Faktor in diese Hash-Funktion hinein. Und jetzt kann man zum Beispiel fordern, dass das Ergebnis, wenn man diesen Hash durchlaufen hat, dass das Ergebnis in der ersten Stelle, also bei 256 Bits am Ende Ergebnis, dass die erste Stelle eine Null sein muss.
Und das ist also dann schon nicht jedes beliebige Ergebnis. Man muss schon, sag ich mal, ein paar Versuche durchprobieren, bis man, sag ich mal, genügend oft probiert hat, bis das Ergebnis dieser Null am Ende, also am Anfang eine Null rauskommt vom Ergebnis. Und auf die Weise hat man, sag ich mal, einen Aufwand geschaffen. Jetzt kann man natürlich auch beliebig schwieriger machen. Man kann zum Beispiel auch fordern, okay, die ersten 5 Stellen müssen 0 sein. Und da geht der Schwierigkeitsgrad natürlich auch exponentiell nach oben, gelinde gesagt. Soll heißen, es wird dann immer schwieriger, je höhere Anforderungen man an dieses Hashing-Ergebnis stellt. Und nochmal zur Erinnerung, man kann also nicht sagen, ich möchte jetzt einen Hash mit 5 Nullen haben und kann dadurch diese Umkehrfunktion rechnen und sagen, da muss ich den Header so wählen, sondern es ist also wirklich, man muss also durch sogenannte Brute Force Rechnung ausprobieren, man muss also so lange durchprobieren, bis man per Zufall das Ergebnis findet, damit das Ergebnis, sage ich mal, mit 5 Nullen zum Beispiel anfängt. Und man kann wirklich das Kriterium so sagen, okay, diese E-Mail muss diese Kriterien erfüllen, bevor die vom Server akzeptiert wird. Und man könnte das Ergebnis auch, also die Schwierigkeitsgrad auch so einstellen, dass man zum Beispiel fordern kann, jeder Spammer oder jeder E-Mail-Versender muss mindestens 5 Minuten lang rechnen, so ein normaler Desktop-PC, 5 Minuten lang rechnen, bevor eine E-Mail rausgeht. Und auf die Weise wäre es, sage ich mal, für den Spammer sehr aufwendig, E-Mails zu verschicken. Und Spam wäre praktisch tot. Es hat sich natürlich bekanntermaßen nicht durchgesetzt. Ich meine, wir kriegen immer noch alle Spam. Weil es war natürlich so, durch Newsletter und so weiter ist natürlich, macht das keinen Sinn, sowas wirklich in die Realität umzusetzen. Aber wie gesagt, das Konzept wurde, sage ich mal, übernommen. Jetzt für dieses Bitcoin-Projekt, womit wir jetzt endlich wieder zurückkommen zum Bitcoin an sich. Also man hat, nochmal zur Erinnerung, wir haben also jetzt diese Computer, die peer-to-peer verbunden sind im Netzwerk. Und die schicken sich gegenseitig Transaktionen, also Werttransfers finden innerhalb dieses Netzwerks statt. Und Person A schickt an Person B, Person C an D und jeder schickt sich Transaktionen. Und jetzt muss man, sage ich mal, erst aufwendig diese Transaktionen vom Netzwerk bestätigen lassen. Und jetzt ist auch so, wie ist denn jetzt diese Transaktionen zu verstehen? Also jetzt ist so, also Bitcoin basiert auf einem sogenannten asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren. Und also jeder Teilnehmer im Netzwerk, der bei diesem Bitcoin mitmacht, der hat also, sage ich mal, zwei Schlüssel. Er hat also einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel. Und das muss man sich auch ungefähr so vorstellen wie Briefkasten und Schlüssel zum Briefkasten. Also es ist im Prinzip so, mein öffentlicher Schlüssel ist im Prinzip meine Adresse. Also das soll heißen, mein Briefkasten steht, keine Ahnung, in der Hauptstraße 2. Das weiß jeder. Jeder weiß Hauptstraße 2, Briefkasten. Aber nur ich, sage ich mal, bin derjenige, der diesen Briefkasten mit dem Schlüssel öffnet. Also mit diesem Private Key kann ich, sage ich mal, Zugriff auf mein Wallet, sage ich mal, haben. Und der öffentliche Schlüssel ist nun die Adresse, wo der Briefkasten steht. Und das weiß jeder, aber keiner hat diesen Private Key und der ist, sage ich mal, auch nicht irgendwie zurückrechenbar von diesem öffentlichen Schlüssel. Also die sind zwar verbunden, aber das ist also ähnlich wie dieses Umkehrfunktionsproblem. Man kann also nicht aus diesem öffentlichen Schlüssel diesen privaten Schlüssel berechnen. Und wie gesagt, der private Schlüssel ist dann dieser Schlüssel zum Postkasten und alle, die diesen Schlüssel haben, die können diesen Postkasten öffnen. Man kann den Schlüssel auch nachmachen lassen, man kann den kopieren, man kann den Schlüssel auch klauen oder wie auch immer. Und der Schlüsselbesitzer, der muss auch seinen Namen nicht bekannt geben. Also das heißt, das Ganze ist natürlich dann völlig anonym. Aber der den Schlüssel hat, der hat Zugriff auf die Bitcoins. Und das ist dabei auch natürlich auch völlig anders als bei normalen Banktransaktionen zum Beispiel, weil also man kennt das ja aus dem normalen Leben. Jeder hat erst sozusagen schon mal mit der Bank irgendwas zu tun gehabt, hat irgendwie Geld als Transaktion irgendwo rumgeschickt. Und bei der normalen Banktransaktion ist es also genau umgekehrt. Da ist es also so, bei der normalen Banktransaktion weiß ich,
Person A, also zum Beispiel ich, besitze Kontonummer bla bla bla. Also Konto und Person sind immer klar bekannt. Also wenn ich jemandem Geld schicke, ich weiß, okay, ich schicke dem Geld und der hat das Konto. Und Person B hat auch Konto B und die sind also auch Personen mit Konto verbunden. Wenn ich also jetzt jemandem Geld überweise, dann brauche ich also die Kontonummer von dem anderen und dann schicke ich dem Geld. Und nur Person A, also ich, und der das Geld bekommt, die wissen über diese Transaktion Bescheid. Und natürlich die Bank und das Finanzamt. Also die Finanzämter wissen natürlich immer alles. Aber im Prinzip weiß nur der Sender und der Empfänger über diese Transaktion, plus natürlich Bank und Finanzbehörden. Und bei Bitcoin ist also genau umgekehrt. Da ist es also, das sind die Transaktionen nicht geheim, sondern alle Transaktionen sind öffentlich. Und ich sende, also sage ich mal, die Transaktion von Postkasten A, also Schlüssel A, zu Schlüssel B, Postkasten B. Aber es ist nicht bekannt, wer hinter Schlüssel A steht und wer hinter Schlüssel B steht. Erstmal. Also es ist öffentlich bekannt, dass von Postkasten A nach Postkasten B so und so viele Bitcoins transferiert wurden. Und das ist also für jeden öffentlich einsehbar. Es gibt ja keine Bank, die irgendwie so ein Bankgeheimnis haben könnte. Also Transaktionen öffentlich, aber Personen hinter den Transaktionen verborgen. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man das versteht. Und dazu kommt noch, dass man kann natürlich als Person beliebig viele Postkästen aufstellen. Also ich bin ja nicht daran gebunden, nur einen Postkasten zu haben. Und ich kann mir also auch von meinem privaten Schlüssel beliebig viele öffentliche Schlüssel generieren, wo ich sage, hier, bitte schick mir an diese Adresse. Und man kann also immer einen neuen Postkasten für jede Transaktion auch aufstellen. Auf diese Weise kann man es also wirklich schaffen, in diesem Bitcoin-Netzwerk völlig anonym auch zu bleiben und also auch Werttransfers zu machen, die völlig anonym sind. Also ganz wichtiger Punkt. Und ja, aber jetzt nochmal zurück zu diesen Transaktionen im Detail. Also Transaktionen finden jetzt in diesem Peer-to-Peer-Netzwerk statt, indem ich also eine gewisse Anzahl von Bitcoins nehme. Ich nehme meinen öffentlichen Schlüssel, also einen von meinen beliebig vielen öffentlichen Schlüssel als Absender, pack das in die Transaktion mit rein. Und außerdem packe ich noch mit rein die Adresse, also den öffentlichen Schlüssel des Empfängers. Und das ist jetzt wichtig, das Ganze wird jetzt als Transaktion signiert, also unterschrieben, mit meinem privaten Schlüssel, den nur ich habe und den auch keiner sonst hat. Also man kann da unterschreiben, also digital signieren und man kann also eindeutig nachweisen, dass das eine echte Signatur ist. Und also diese Signatur ist eindeutig, dass also ich derjenige war, der diese Transaktion beauftragt hat. Also dass keiner anderer kann in meinem Namen mein Geld verschicken, was natürlich ganz wichtig ist. Also wenn das jemand anders machen könnte, wäre das schon nicht so eine gute Sache. Und dann hat man also alle Informationen dieser Transaktion gepackt. Und wie wir schon gehört haben, also Transaktionen sind öffentlich. Also was passiert jetzt mit dieser Transaktion? Die ist von mir signiert. Keiner weiß, wer ich bin, aber es ist von meinem Schlüssel signiert. Jetzt schicke ich diese verschlüsselte oder digital signierte Transaktion an alle im Peer-to-Peer-Netzwerk. Also die Transaktion wird damit öffentlich. Ich schicke an wirklich alle, also in der Praxis dafür sorgt, ich schicke die Transaktion an 5 Leute, der nächste schickt es wieder weiter an 5, der nächste wieder an 5 und auf die Weise geht das dann relativ schnell, verbreitet sich dieser Transaktionsauftrag, sag ich mal, im gesamten Netzwerk. Und das Netzwerk kann umgekehrt durch diese Asymmetrie dieser Hash-Funktion ganz einfach überprüfen, ob das auch wirklich eine richtige Transaktion ist. Also ob auch wirklich ich diese Transaktion Auftrag gegeben habe oder ob das eine Fälschung irgendwo ist. Also man kann das ganz einfach umgekehrt prüfen. Okay, die Transaktion S ist echt. Und das Netzwerk nimmt also dann die Transaktion an. Wir haben ja keine Bank. Wir haben keine Bank, die irgendwie bestätigen kann, ja, das stimmt, du hast ja jetzt eine Transaktion, sondern das muss also wirklich von diesem Netzwerk überprüft werden und das geht relativ schnell, weil einmal hashen und man hat das kurz rausgefunden und
Jetzt ist natürlich so, die Transaktion ist in Auftrag gegeben. Und das ist eindeutig, dass ich das war. Aber jetzt stehen wir vor dem Problem, dass verhindert werden muss, dass ich, sag ich mal, dieselben Bitcoins zweifach, dreifach oder sag ich mal mehrfach ausgeben kann. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn jetzt keiner, sag ich mal, meinen Kontostand irgendwie löscht. Also ich bin ja hier im Internet, ich kann einfach meinen Kontostand, sag ich mal, kopieren oder was auch immer. Ich kann also meine Bitcoins kopieren. Ich könnte die zweimal ausgeben oder dreimal ausgeben. Also ich gebe die an Person A, also ich schicke die Transaktion an Person A und dann sage ich gleichzeitig hier, ich schicke die an Person B auch. Und das muss also jetzt verhindert werden. Und jetzt kommt wirklich, das muss man wirklich verstehen, das ist wirklich der geniale Ansatzpunkt von dieser Idee von diesem Satoshi Nakamoto, der also wirklich erstmalig auf diese Idee gekommen ist, dass man das jetzt wirklich verhindern kann. Ohne, dass jemand irgendwie so ein Buch führen muss und sagen, okay, stimmt, du hast das erst einmal ausgegeben. Das geht jetzt wirklich komplett dezentral. Und es funktioniert so, also diese Transaktionen, die werden also nicht erst, die werden nicht direkt bestätigt, sondern die werden gesammelt und in einen sogenannten Block geschrieben. Also alle Transaktionen, die jetzt frisch in dieses Netzwerk gesendet wurden, werden in einen Block geschrieben. Ein Block ist also nichts anderes wie eine Ansammlung von Transaktionen, ja, die also im Prinzip vom gesamten Netzwerk erst akzeptiert werden müssen. Und es läuft jetzt so, in diesem Block wird also diese Liste mit Transaktionen jetzt erstmal hier zur Verfügung gestellt. Und jetzt wird dieser Block erst dann vom Netzwerk angenommen, wenn, nachdem man dieses Proof-of-Work-Konzept, was ich vorher erklärt habe, mit diesem E-Mail-Spam, sag ich mal, erfolgreich angewendet wurde. Also soll heißen, je nach, also man wählt jetzt, sag ich mal, einen Schwierigkeitsgrad, der sagt, okay, also man muss jetzt diesen Block hashen, also man tut diesen Block in diese Hash-Funktion und das Ergebnis muss also einem bestimmten Kriterien genügen. Das soll heißen, es muss also mit einer gewissen Anzahl von Nullen beginnen, damit das Ergebnis von diesem Hashen akzeptiert wird vom Netzwerk. Und also der Block ist diese Ansammlung von Transaktionen, wird immer nur dann vom Netzwerk genehmigt, wenn das Ergebnis vom Hashen des Blocks mit einer bestimmten Anzahl von Nullen beginnt. Und das kann man natürlich so schwierig wählen, dass also nun dieses gesamte Peer-to-Peer-Netzwerk sehr schwierig rechnen muss. Die rechnen mit dem Computer die ganze Zeit, bis, sage ich mal, per Zufall eine richtige Lösung gefunden wurde, um dann diesen Block zu genehmigen und dann die Transaktion freizugeben, damit man sagen kann, okay, diese Transaktionen sind jetzt wirklich genehmigt. Und wenn der andere dann eine doppelte Transaktion schickt und möchte seine Bitcoins doppelt ausgeben, dann ist diese Transaktion nicht genehmigt. Und bis dieser Block bestätigt wird, ist natürlich auch dann dieses Double Spending auf jeden Fall auch nicht möglich. Und also der PC, den man also da jetzt, sag ich mal, auch da jetzt in diesem Netzwerk verbunden hat, oder der Rechner, der hasht also jetzt die ganze Zeit diesen neuen Block und versucht, das Ergebnis zu finden, das notwendig ist, um diesem Schwierigkeitsgrad zu entsprechen. Also es ist sehr aufwendig. Man rechnet also wirklich die ganze Zeit und alle Computer im Netzwerk rechnen die ganze Zeit. Und jetzt ist es so, irgendwann findet dann natürlich per Zufall einer eine richtige Lösung und damit wird dieser Block genehmigt. Und dann wird dieser Block so genehmigt, dass er immer an den vorangegangenen angefügt wird. Also es soll heißen, es entsteht dann eine sogenannte Blockkette. Wir haben also Transaktionen in Blöcken. Diese Blöcke werden aneinandergereiht und müssen also sehr aufwendig bestätigt werden über diesen Rechenprozess, durch das Hashen des Blockes mit dieser doppelten SHA-256 Hash-Funktion. Dann entsteht diese Blockkette. Und der neue Block wird dann immer so gewählt, dass er, sage ich mal, das Ergebnis des letzten Blocks auch als Anfangsinitialisierungswert mit da drin hat. Und auf die Weise ist das alles verbunden. Und man erzeugt dann, wenn dieser Block fertig ist, also man hat jetzt einen Block fertig gerechnet, der neue wird erzeugt
dann geht das Ganze von vorne los. Das soll heißen, alle rechnen wieder den neuen Block. Also der Block wurde im Netzwerk angenommen und es geht von vorne los. Alle Rechner sagen, okay, Block gelöst, es geht von vorne los, wir rechnen am nächsten Block weiter. Und dann geht es wieder so weiter, bis dann wieder der nächste zufällig mal eine richtige Lösung findet und dann wird der nächste Block genehmigt. Und diese Blockkette wird natürlich immer länger. Also soll heißen, es kommen ja immer neue Transaktionen. Transaktionen werden ständig gemacht und alle werden immer, also man kann wirklich jede Transaktion von Bitcoins immer wirklich bis zum Ursprung zurückverfolgen und also wirklich vom Anfang an wirklich sehen, okay, ein Bitcoin hat diesen Weg genommen und jetzt ist er gerade da und da. Und auf die Weise also immer ganz klar geklärt, welcher private Schlüssel welche Bitcoin zur Verfügung hat, um die für Transaktionen, sag ich mal, auszugeben. Und ich meine, das klingt jetzt wie immer sehr blöd, also es klingt jetzt so, als wird das immer länger und es wächst und es wird irgendwann riesig und in 10 Jahren ist das so riesig, dass das Ganze dann kollabiert. Das ist natürlich Quatsch. Also es ist so, dass diese Architektur in diesem Bitcoin-System ist also wirklich so, dass dann auch Transaktionen jetzt wirklich alt genug sind, also können dahingehend archiviert werden, dass also Blöcke, die schon alt genug sind, unwiderruflich akzeptiert gelten, sodass das Ganze mit einer Geschwindigkeit, ich weiß gar nicht, 4,9 Megabyte pro Jahr wächst das Ganze an. Und also, ich meine, 4,95 Megabyte, das war früher mal echt viel, da hatte man 3 Disketten für gebraucht, aber ich meine, auf meinem aktuellen Handy kann ich also locker mal noch bis in die dritte Generation jedes Jahr 5 Megabyte verkraften, das ist also wirklich Peanuts. Und ich denke, also soweit hat man schon einiges jetzt verstanden, wie das funktioniert. Aber es ist natürlich jetzt so, jetzt durch die nächste Frage oder das nächste Problem, wie entstehen überhaupt Bitcoins? Ich meine, wir haben ja schon gehört, das ist also eine Belohnung für dieses Rechnen. Und das muss natürlich auch in einem, sag ich mal, kontrollierten Prozess ablaufen. Also es kann ja nicht einfach so sein, weil man rechnet da kurz 2 Minuten und man ist da super reich, weil man so viele Bitcoins gerechnet hat. Das kann ja nicht funktionieren. Also es läuft jetzt so, wir erinnern uns, wir sind also jetzt, alle Rechner sind in diesem Netzwerk verbunden und alle rechnen da, um diese Transaktion zu bestätigen. Und alles ist super aufwendig und so und es dauert sehr lange, um so einen Block zu bestätigen. Und im Prinzip ist es also so eine Art Wettbewerb. Also soll heißen, alle Teilnehmer rechnen jetzt also gegeneinander, weil es gewinnt, sag ich mal, immer derjenige, der die richtige Lösung findet, der wird belohnt. Und also man will natürlich möglichst, dass die anderen die Lösung nicht finden und dass man selbst die Lösung findet. Und es ist im Prinzip also reiner Zufall, wer die Lösung findet, weil keiner weiß ja, wie die Lösung ist. Und dadurch, dass auch jeder auf seinem eigenen, sag ich mal, Block, also jeder Block, der gerechnet wird, ist natürlich immer anders. Und es ist also nicht so, dass immer der schnellste Computer den nächsten Block rechnet, sondern es ist also wirklich völlig zufällig verteilt. Und es läuft also jetzt so, alle rechnen da jetzt rum. Und derjenige, der die richtige Lösung findet, der teilt dann dem gesamten Netzwerk wieder mit, hallo, ich bin derjenige, ich habe die Lösung gefunden. Hier, überprüf das doch. Ist wie immer Hash-Funktion, sehr schwer die Lösung zu finden. Aber umgekehrt, wenn die Lösung gefunden ist, ist es sehr leicht zu beweisen, dass die Lösung wirklich eine ist. Und auf die Weise kann dann das gesamte Netzwerk gemäß diesem mathematischen Algorithmus sagen, okay, stimmt. Du hast die richtige Lösung gefunden. Und per Zufall. Und dann kann man dann wirklich dann die anderen auslachen, sagen, haha, ich will jetzt meine Belohnung haben. Und es ist immer so, dass dann die erste Transaktion in einen neuen Block, also da wird dann dieser neue Block freigegeben. Und die erste Transaktion ist dann, sage ich mal, eine Transaktion an sich selbst, die dann diese Bitcoins als Belohnung, sage ich mal, aus dem Nichts generiert. Klingt nach Bankensystem, aber es ist wirklich also aus dem Nichts generiert. Und als, sage ich mal, der Adresse oder diesem Schlüssel, der
durch das Rechnen das gefunden hat, dann gut schreibt. Und ich meine, es klingt jetzt wieder noch nach ein bisschen Voodoo. Also es klingt jetzt wirklich so, ja, ich lasse da meinen PC ein bisschen laufen und ja, dann bin ich jetzt über Nacht reich oder so. Das ist natürlich nicht so. Weil, wie gesagt, ich habe ja das Beispiel schon gebracht mit dem Goldbuddeln im Garten. Ich meine, das kann man machen. Man kann dann per Zufall wirklich einen Goldklumpen finden, aber das ist natürlich relativ unwahrscheinlich. Und deswegen, es ist halt auch dieses kontrollierte Generieren von Bitcoins, was natürlich das Ganze extrem schwierig macht, durch diese Hash-Funktion wirklich da einen zu finden. Und also ich sage es auch offen, also mit dem Aldi-PC kann man also wirklich getrost vergessen, oder mit dem klassischen, sag ich mal, Home-Computer, das ist, die Zeiten sind wirklich vorbei. Da müsste man jetzt mittlerweile wirklich, ich glaube, 20 Jahre rechnen, um da mal vernünftigerweise einen Block zu lösen. Und natürlich, da stehen auch Stromkosten gegenüber und Hardware-Anschaffung, und das ist natürlich jetzt im Wettbewerb mit anderen Teilnehmern jetzt nicht machbar. Und das in der Praxis ist wirklich so, die meisten schließen sich also auch schon in größeren Verbünden zusammen und lösen dann einen Block gemeinsam und teilen am Ende dann den Block unter sich auf, gemäß Rechenleistung. Und es gibt natürlich auch andere, sage ich mal, Vollidioten, die kaufen sich einfach mal ganz kurz 15 Supercomputer mit jeweils 4 Grafikkarten oder so und lassen die also wirklich den ganzen Tag da laufen und rechnen und rechnen und rechnen und haben auch relativ hohe Stromrechnungen. Und ich meine, das muss man schon machen, da hat man auch dann wirklich eine realistische Chance, so einen Block auch wirklich mal zu rechnen. Und ja, es ist halt auch dieser Wettbewerb gegen die anderen, und es kann auch wirklich passieren, dass dann zum Beispiel die Kriminalpolizei vorbeikommt und denkt, ah ja, hoher Stromverbrauch, der rechnet ja ordentlich mit seinen Computern und sagt dann, naja, der baut ja bestimmt Drogen an, weil so ein hoher Stromverbrauch muss natürlich da irgendwo damit zusammenhängen. Okay, anderes Thema. Jedenfalls, die Frage ist, warum ist das jetzt so faszinierend? Also es ist natürlich so, man kann natürlich diese Bitcoins, die man also sehr schwer bekommt, die kann man natürlich jetzt hin und her schicken, diesem Netzwerk. Ist natürlich erstmal nichts mit gewonnen, aber jetzt ist natürlich die Schnittstelle da, auch zu, sage ich mal, normalen Währungen. Also man kann zum Beispiel so ein Bitcoin im Prinzip jederzeit, sage ich mal, wie eine Aktie, auch einfach verkaufen. Also kaufen oder verkaufen und ich meine, klar, völlig legal, weil man dann lässt der Computer rechnen, man kriegt irgendein Ergebnis raus, also man löst diesen Block und dann kann man also das wirklich, man kann, es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl und man kann die also wirklich dann, sag ich mal, frei handeln oder auch untereinander tauschen gegen normale Währungen oder auch gegen Produkte oder Dienstleistungen, und ist natürlich klar, es ist natürlich immer nur so viel wert, wie man da auch für bekommt. Und wie gesagt, das ist auch völlig legale Geschichte, also man rechnet irgendwie was am PC und Leute sind wirklich bereit, dafür, für dieses Ergebnis in Anführungsstrichen, dann wirklich da was für zu geben. Und jetzt denken wir natürlich auch, ja, na klar, da kaufe ich mir ganz viele Computer und dann geht das Ganze immer schneller und dann habe ich irgendwann so viele Bitcoins und das ist dann wirklich... Aber es ist natürlich nicht so, also es ist natürlich alles limitiert. Und das ist sehr geschickt gelöst, also das war auch diese Idee von diesem Satoshi Nakamoto, der hat also wirklich die Idee gehabt, dass man diesen Schwierigkeitsgrad dynamisch anpasst. Also das soll heißen, das Ergebnis mit diesen Nullen am Anfang ist natürlich so, das kann man natürlich einstellen. Und es ist ja so, dass dieser Algorithmus so funktioniert, dass alle 2016 Blöcke, also ist willkürlich gewählt, aber es ist fix in diesem System drin, das kann jetzt auch nicht mehr geändert werden. Also für alle 2016 Blöcke wird jetzt, also analysiert das Netzwerk automatisch, wie lange es denn gedauert hat, um einen Block zu lösen. Also das kann ja unterschiedlich lange sein. Wenn, sage ich mal, ganz viele Leute mitrechnen, dann geht das sehr schnell. Wenn keine Sau irgendwie mitrechnet, dann geht das sehr langsam. Und jetzt ist er so geschickt gemacht, also wirklich geschickt gemacht, dass der Schwierigkeitsgrad sich immer automatisch so anpasst, dass der also retrospektisch analysiert wird, wie lange es gedauert hat. Und dann wird der Schwierigkeitsgrad immer so angepasst, dass es auf die Zukunft, sag ich mal, extrapoliert wird.
Und dann wird der neue Schwierigkeitsgrad immer so gewählt, dass angenommen wird, dass es immer 10 Minuten dauert, bis das gesamte Netzwerk einen neuen Block generiert. Also theoretisch alle 10 Minuten einen Block. Alle 10 Minuten werden diese Transaktionen bestätigt. Und ja, das heißt, eigentlich ist es dumm, was ich hier mache. Also ich empfehle Leuten in Anführungsstrichen Bitcoin. Das ist eigentlich dumm, weil dann rechnen immer mehr Leute mit. Es wird immer schwieriger, weil dieser Schwierigkeitsgrad skaliert ja nach oben. Und dann wird es dann schwieriger für den Einzelnen wirklich was rauszubekommen oder die Funktion da zu lösen oder diesen Hash-Wert zu finden. Und ja, es klingt jetzt auch dumm. Also es klingt immer noch so, man löst da irgendwelche Blöcke und dann kommen immer neue Bitcoins dazu. Und das ist ja genauso dumm, wie wenn man sagt, ja, dann gehe ich zum Fluss und nehme mir Wasser raus. Kann ich immer wieder hingehen? Immer neues Wasser rausholen, dann hat man ja auch wieder irgendwas Inflationäres, das ist ja auch nichts gewonnen. Aber das war auch, also ist auch ein sehr geniales Konzept, das jetzt so ist, dass auch die Belohnung, wie viel man Bitcoins bekommt für dieses Lösen eines Blockes, nimmt über die Zeit asymptotisch ab. Also es läuft so, dass die ersten 210.000 Blöcke, und das ist, wenn man diese 10 Minuten annimmt, ungefähr alle 4 Jahre. Also alle 4 Jahre wird die Ausschüttung der Blöcke halbiert. Also in den ersten 210.000 Blöcken gibt es 50 Bitcoins Belohnung für einen Block. Das war jetzt letztes, also 2012, Ende des Jahres, wurde das dann erreicht. Und seitdem, für die nächsten 4 Jahre, gibt es dann, sage ich mal, nur noch 25 Bitcoins für jeden gelösten Block. Und danach, wenn diese nächsten 210.000 Blöcke wieder rum sind, dann gibt es nur noch 12,5 Bitcoins. Und die nächsten 4 Jahre 6,25 und so weiter und so weiter. Und das ist dann wieder diese asymptotische Funktion, es wird immer halbiert. Und auf diese Weise ist das dann so, dass also jetzt schon vorgesehen ist im Algorithmus, dass es, egal wie lange man das Ganze betreibt, egal wie viele Rechner mitrechnen, es wird niemals mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Und es wird also wirklich asymptotisch an diese 21 Millionen angenähert. Und danach gibt es also faktisch durch Mining, also durch dieses Rechnen, keine Blöcke, also keine Belohnung durch das Lösen von Blöcken mehr. Und ja, da fragt man sich auch, ja, warum soll man dann noch Blöcke lösen, wenn dann irgendwann in so und so vielen Jahren keine Bitcoins dadurch mehr generiert werden? Dann ist das Ganze ja tot. Aber es ist natürlich nicht so, weil es ist auch schon so vorgesehen, dass dann, also man kann durch in eine Transaktion, sag ich mal, eine sehr, sehr winzige Transaktiongebühr, sage ich mal, mit einbauen, dass also jeder, der eine Transaktion macht, eine sehr, sehr winzige Gebühr, also das ist wirklich im 0, irgendwas Cent Bereich, eine kleine Gebühr dazu führt, dass da der Löser des Blocks diese Überweisungsgebühren von allen Transaktionen gutgeschrieben kriegt. Und auf die Weise ist also, sage ich mal, das Konzept, dass dann irgendwann später alle also zwar keine Bitcoins mehr erhalten durch das Lösen von Blöcken durch die Blocks selbst, sondern halt durch diese Transaktionsgebühren. Und wie gesagt, das kann man relativ klein machen, und wenn die Zahl der Transaktionen dann sehr hoch ist später, weil das Bitcoin-Netzwerk sich relativ stark verbreitet hat, da kann man das also wirklich dann auch dann relativ wieder sinnvoll lösen. Und ohnehin ist es so, dass also Bitcoins, es ist nicht so, dass das immer nur mit festen ein Bitcoin Geschichten hin und her transferieren kann. Also man kann also wirklich, das ist ja reine Mathematik, man kann also wirklich bis zur achten Nachkommastelle, also 0,00000001 Bitcoins zum Beispiel transferieren. Und das ist natürlich echt auch im Internet eine super Sache. Man kann also wirklich auch Micropayments, also man kann jemandem zum Beispiel 0,001 Cent schicken. Ich meine, das kann man gerne mal versuchen, über eine Banküberweisung zu machen. Also 0,001 Cent kann man niemandem irgendwie wirklich zukommen lassen. Man kann also wirklich sehr, sehr kleine Werteinheiten auch rumtransferieren und also alles auch sehr billig.
Und ja, das ist eben im Prinzip also das Bitcoin-Netzwerk. Ich wollte jetzt wieder in diesem Video jetzt keine politischen Implikationen oder was auch immer, das ist jetzt nicht Thema dieses Video. Und wie gesagt, ich empfehle auch wirklich jedem, das jetzt auch nochmal auf Wikipedia zum Beispiel nachzulesen. Es ist natürlich auch schwer zu verdauen, weil auch sehr viel Technik auch dahinter steckt. Also man muss wissen, was ist ein Hashing-Algorithmus, man muss wissen, wie das Ganze funktioniert. Aber das ist eigentlich völlig Wurst, weil die Anwendung ist eigentlich sehr simpel. Also die Anwendung, dafür kann man wirklich alles vergessen, was ich da eben sinnlos gelabert habe, sage ich mal. Man geht einfach nur auf www.bitcoin.org. Man lädt sich dieses Bitcoin-Programm herunter, installiert es, das ist wie Skype, also man geht auf Skype.com, lädt sich Skype herunter und man kann telefonieren. Kinderleicht, keiner muss wissen, wie das hier mit P2P-Netzwerk, bla 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 bla, wenn ich mal anrufe, was da hinten im Hintergrund passiert, das ist, um Bitcoins benutzen zu können, man braucht nur dieses Programm. Das Programm gibt es für Macintosh, für Linux und für, keine Ahnung, fürs Handy. Es gibt für jede Plattform diesen Client und das ist wie gesagt Open Source, also jeder kann sich seinen eigenen Client programmieren, wenn er schlau genug ist. Also ich könnte das jetzt nicht, ich muss auf diesen bitcoin.org Client zurückgreifen. Es gibt auch Alternativen, aber also man lädt dieses Programm down, dauert 5 Minuten, das kann jeder Vollidiot installieren und dann hat man auch schon automatisch eine Adresse, eine öffentliche Adresse. Und der private Schlüssel ist, wie gesagt, auch automatisch generiert. Der ist dann im Programm intern irgendwo vorhanden. Und ich kann also innerhalb von einer Sekunde wirklich Wert empfangen von überall her aus der Welt. Also jemand aus Japan, der muss nicht irgendwie tauschen in japanische Yen und in Euro und Umrechnung, sondern der kann einfach kurz 0,2 Cent schickt er mir in 10 Sekunden. Und ich brauche da kein Bankkonto für. Also es ist wirklich so, jeder kann innerhalb von 10 Sekunden, sage ich mal, je nach Internetgeschwindigkeit, aber ich lade mir dieses Programm down und ich kann wirklich Wert von anderen Leuten empfangen und auch weiterschicken. Völlig unkompliziert, eigentlich kinderleicht. Und alle Leute denken mal, Bitcoin, das ist furchtbar kompliziert. Das ist kompliziert von der Technik. Die Technik muss kompliziert sein, damit es eben auch robust und sicher ist, weil ich habe ja erklärt, diese ganzen Maßnahmen, Double Spending und keine Ahnung, man darf das nicht hacken können, man darf nicht aus diesem Private, aus diesem Public Key, dem Private Key rechnen können, also die Technik ist wirklich auch von wirklich Wissenschaftlern analysiert und das ist wirklich 100% sicher. Also man kann nicht einfach das Bitcoin-Netzwerk hacken oder so, also man kann natürlich die einzelnen Personen hacken, man kann diesen privaten Schlüssel klauen, oder, das geht schon. Aber die Bitcoin-Technik an sich, die ist also wirklich extrem robust, wichtiger als alles andere von Banken. Und wie gesagt, innerhalb von 10 Sekunden habe ich das Programm downloadet, das Ding installiert und ich habe mein eigenes Bitcoin-Konto. Kann wirklich jeder machen. Während wenn ich ein normales Bankkonto eröffnen will, ja, da gibt es dann Leute, die kriegen kein Bankkonto, weil die in einem schlechten Viertel wohnen oder keine Ahnung, da muss man dieses Postident-Verfahren machen und da muss man sich registrieren und das ist sehr aufwendig. Und also Bitcoin, ein Klick im Internet, ich kann Bitcoins empfangen, es ist kostenlos und wie gesagt, auch dieses Mining, also es ist nicht so, dass das irgendwie so eine Art Schneeballsystem ist, ich kaufe jemandem irgendwelche virtuellen Coins ab und die sind ja gar nichts wert und keine Ahnung. Sind also wirklich so, jeder generiert sich diese Coins im Prinzip selbst, man kann die auch kaufen, keine Frage, kaufen, verkaufen. Aber im Prinzip, das ist also einfach nur ein Algorithmus, Bitcoin ist einfach nur ein Algorithmus. Der ist von jedem einsehbar, es ist also jetzt, wir sind noch am Anfang, es ist noch eine Art, es ist noch von 2009, es ist relativ neue Technik, das Bitcoin-System ist jetzt 4 Jahre alt, sage ich mal, zum heutigen Zeitpunkt. Und also es ist jetzt genau voraussehbar, wann wie viele Bitcoins ausgeschüttet werden durch diesen Algorithmus bis zum Jahr 2000, keine Ahnung, 300. Also man kann jetzt wirklich genau voraussehen, was da passieren wird. Der Schwierigkeitsgrad wird immer automatisch angepasst. Es gibt alle 10 Minuten einen neuen Block. Und das ist wirklich, also das muss man wirklich verstehen, wie genial das Ganze ist. Das heißt, es ist wirklich ein berechenbares System. Keiner ist auch gezwungen mitzumachen. Also wirklich eine, sag ich mal, freie Marktgeldgeschichte. Es ist also nicht irgendwie, dass da jemand plötzlich willkürlich hingehen kann.
ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte einfach mal willkürlich 10 Bitcoin aus dem Nichts generieren, sondern ich muss also wirklich diese Regeln befolgen, ich muss da wirklich mitrechnen und ich muss. Und das ist einfach auch das Faszinierende. Und wenn man das wirklich alles verstanden hat, wie das alles zusammenhängt, dann ist das wirklich ein extrem geniales System, das also wirklich auch auf industriellem Standard, also wirklich sehr robust ist. Und durch diese ganzen Einzelpunkte, die ich versucht habe zu erklären, also ich empfehle es auch gerne, sich das Video nochmal anzuhören, weil man muss natürlich auch immer verstehen, das Gesamtbild, um den Einzelpunkt zu verstehen, man muss den Einzelpunkt verstehen, um das Gesamtbild zu verstehen. Deswegen lohnt sich es wirklich, da sich auch selbst nochmal drüber zu informieren. Und ja, ich hoffe natürlich, es war nicht zu langweilig. Und ich habe mir auch vor, noch weitere Videos jetzt rauszubringen. Das war jetzt also weniger über Bitcoin, sondern auch wirklich auch über dann wie das Bitcoin mit dem Bankensystem zusammenhängt und so weiter. Also auch eher so auf die politische Ebene das Ganze noch eingehen. Und ja, dann bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.